Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. Jo. Maschinen kann ich nicht mehr herstellen jetzt, ne? Auf 5. Und ich bräuchte eigentlich einen Bahnhof. Ja, und hier, ja. Jedenfalls, im letzten Part, da waren wir ja stehen geblieben und haben soweit schon mal die Lok schon fertig aufgebaut, wenn man es so will. Ach, da hinten. Hier ist doch ein Bahnhof. Wie heißt der denn? Marcel Jassik. Okay. Naja. So. Ja, jedenfalls, ich habe jetzt erstmal mehr oder weniger jetzt diese zwei Bahnhöfe miteinander verbunden. Das haben wir ja im letzten Part fast noch fertig gekriegt. No. Könnte ich jetzt eigentlich mehr oder weniger die erste Tour starten. Ja, man kann jedenfalls zwei Arten machen. Man kann entweder in den Zug selber reinsteigen und den selber fahren. Oder man ja, lässt ihn sozusagen selber fahren. So, diese. Aber erstmal will ich in den Zug rein. Ja, könnt ihr sehen. Ich kann jetzt den Zug halt selber fahren. Diese Züge, die haben schon ganz schön... Okay, das mit der Mauer passt auch. Die haben schon einen ganz schönen Dampf drauf, also man sollte schon so ein bisschen aufpassen, wenn man die selber fährt. Ne? Ja. Dun, 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 dun. Das sollte ich auch irgendwann bald mal abbremsen. Weil die Züge können nämlich auch kaputt gehen. Könnt ihr mal sehen, ne? Ja, und die Züge verursachen natürlich auch ja, wie ihr sehen könnt, es passt leider nicht so ganz. Ja, ich denke mal, es ist so geplant halt, dass zwei Loks dranhängen. Ja, dann fahre ich am besten erstmal wieder nach Hause. Ja, vorwärts ist er natürlich sehr viel schneller. Dauert natürlich auch länger, bis der Zug angehalten hat, ne? Eieieiei. Okay, die war jetzt raus. So. Naja, so. Oh Mann, ja, es kommt immer weniger Eisen an. Naja, ich muss halt noch eine zweite Lok fertig machen. Der hat auch schon kein Eisen mehr. Der hat auch schon nichts mehr. Hat auch schon nichts mehr. Ja, das sind jetzt die letzten zwei, die hier noch arbeiten. Naja, naja. Ja, wie gesagt, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch eine zweite Lok. Dazu brauche ich wieder Motoren ohne Ende. Und ihr habt es ja sehr wahrscheinlich auch gesehen. Ich werde halt einige Roboter nachbauen müssen. So.
Wieso klappt das denn jetzt nicht mehr hier? Ach, ohne dass ich was drücke. Okay. Naja. Jo. Insgesamt brauchen wir 20, also 8 Stück brauche ich noch. Könnten wir ja gleich mal gucken, wo jetzt die Lasertürme gibt es hier noch gar nicht, oder was? Ja, sieht nicht danach aus. Na, ich dachte, die Lasertürme sind schon hier. Naja, okay. Aber trotzdem, die Stapelgröße, ne, ja. Wie gesagt, ich muss jetzt halt wirklich ganz schön aufpassen, ne. Ja, am besten, ich stelle das halt mit den Lasertürmen halt noch ziemlich um. Die Lasertürme stelle ich um, so rum wollte ich das sagen. Jo. Ja, ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. Ja, mal so ein bisschen die Mauerproduktion doch mal hier nochmal wieder anschmeißen. Was fehlt jetzt schon wieder? Natürlich Stahlträger. Wollte ich nicht alle. Jo. Kann ich wenigstens mal noch einiges an Mauern herstellen. Ich mich da noch so ein bisschen mehr verteidigen kann. Ja, dann kann ich euch auch halt eine ziemlich gute Art zeigen, diese Aliens loszuwerden. Wenn man halt ziemlich viele dieser Lasertürme hat. Und so einige der großen Masten. Jo. Nee, ich dachte wirklich, ich kann... Ja, da haben wir die zweite Lok. Könnte man mehr oder weniger loslegen, ne? Ich müsste noch ein paar von denen da herstellen. Noch ein paar Kisten. Habe ich gesehen, sind kaputt. Habe ich jetzt nicht so schnell gesehen, wo ich angegriffen wurde, aber wahrscheinlich oben. So. Lang oder nicht? Nee, habe ich nicht mehr. Genau, da ist der Zug.
Das muss ich natürlich auch sehen, wie ich das mal ein bisschen automatisiere. Ja, man könnte das natürlich so machen, dass er halt einen Rundlauf hat, ne, mit den Gleisen. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt so das Problem. So. Was, ich sag da sogar gleich das drin. 30 Sekunden. Ja, muss ich mal gucken, wie lange die brauchen. Entweder ich kann das verkleinern oder halt vergrößern. Das ist halt die Wartezeit. Wie lange sie warten sollen, bis sie den nächsten Punkt anfahren. Ja. Das brauchen wir unten nicht. So, jetzt wollte ich halt aber noch mal kurz gucken. Ja, das ist zu lang, leider. Muss ich da noch mal ein Teil einsetzen. Ja, Kupfer ist meistens nie das Problem. Also nicht so wirklich das Problem. So. Können wir jetzt mal hochfahren und uns mal da oben drum kümmern, ne? Ja, jedenfalls, wie gesagt, man muss doch schon ein bisschen aufpassen, weil die fahren doch ganz schön schnell, die Loks. Und ich habe jetzt halt auch schon mal so ein paar Mal hingekriegt. So, passt das denn jetzt? Ja, sieht so aus. Jo. Ja, dachte ich mir doch. Also, hier fehlt jedenfalls eine Kiste. Da fehlt eine Kiste. Da könnte ich auch noch einen aufstellen. Da fehlt eine Kiste. Hier fehlt eine Kiste. Theoretisch könnte ich sogar noch zwei Stück machen. Ja, das sieht alles so ein bisschen kompliziert aus, aber es geht. Hier wird man natürlich das Problem haben, dass ja, ihr werdet es gleich sehen, was ich meine. Mal gucken. Ah, noch sieht's ja gut aus. Ja, und deswegen sage ich ja, da hinten müssen wir nämlich auch noch absichern. So. Ah ne, doch, reicht. Beauty. Oh, da könnt ihr schon mal sehen, was die hier für Gas geben. Da kommen diese Förderbänder auch schon nicht mehr so wirklich hinterher. Tja. Ach ja.
Ja, kurz weg da. Nein, einsteigen. So, jetzt. So, dann probieren wir es jetzt mal aus, ob das reicht, die 30 Sekunden. Also ganz voll gekriegt hat das auf jeden Fall nicht. Das war ein bisschen mehr als 30 Sekunden. Ja, jetzt könnt ihr sehen, alle arbeiten. Was hat der da ganz oben? Da habe ich wohl noch einen vergessen, so wie es aussieht. Ja. So. Nun ja. Ich will halt gucken, ob das ausreicht, die 30 Sekunden. Ja, und schon haben wir unsere Förderbänder wieder voll. Nein, könnt ihr sehen, reicht nicht aus. Deswegen müssen wir den noch halt noch ein bisschen umstellen. Stellen wir den mal auf 60. Ja, auf 65. Ja, mit der Zeit sind natürlich dann auch die Truhen voll. Ja. Könnte ich sogar noch eine Truhe hier aufstellen. Ja, jetzt könnt ihr auch sehen, jetzt wird hier oben dann auch schon mehr angegriffen. Wird hier oben dann auch schon sehr viel mehr angegriffen. Naja, gut, lassen wir das erstmal auf 60. So. Ja, aber Leute, ich habe mich wieder ein bisschen verquatscht. Das sollte es aber auch schon wieder gewesen sein für heute. Ja, Leute, bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.